Hallöchen, meine lieben Freunde, hier ist wieder euer Dronny und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem spezielleren Video. Und zwar wird das hier ein Tutorial sein, wie wir uns ein bestimmtes Custom-Game erstellen. Eine Vorlage dazu, und es geht, das Thema ist Tracking. Tracking bedeutet, dass man mit der Maus so lang wie möglich auf dem Ziel bleiben kann, beziehungsweise dass man halt wirklich dem Ziel folgen kann. Das sieht letztendlich dann so aus: Wir werden gegen Bots, das wird eingestellt. Die Bots werden so eingestellt, dass sie kaum Heilung haben, kaum Heilung verursachen und dass sie kaum Schaden verursachen, also so wenig wie möglich, in dem Falle 10%. Wir werden die liebe Saya wählen, nur die Saya. Man kann auch andere Helden nehmen und andere Dinge üben, in dem Fall geht es jetzt aber rein ums Tracking, die Saya. Warum? Weil sie ganz normal in ihrem Primärangriff einen schönen Strahl erzeugt und man dann wirklich auf dem Ziel bleiben muss. Das werden mehrere Bots sein, da werde ich schon kurz was dazu erklären. Nur man sieht hier einfach wirklich, wo man sich gerade befindet. Die Bots bewegen sich hier natürlich. Man muss halt versuchen, so lange wirklich so genau wie möglich drauf zu bleiben auf dem Ziel. Ja, darum geht es einfach. Wir gehen in dem Fall auf Spielen. Spiele Browser. Erstellen. Hier auch. Einstellungen. Und dann gehen wir auf Helden. Wir nehmen den Lucio zuerst. Das hier oben kann man alles also hier lassen. Wir werden die Fähigkeiten komplett deaktivieren, dass sie letztendlich nur Schaden machen. Das heißt, das hier aus, Crossfade lassen wir in dem Fall an, damit die sich schneller bewegen, damit man das auch lernt, dass wenn sie sich anders bewegen, dass man halt anders reagieren muss. Das geht halt ins Muskelgedächtnis dann später über. Und das macht halt Sinn, wenn man sowas zum Beispiel vor, bevor man Competitive spielt, also Ranked-Modus, dass man dann vielleicht so, ja, 10 Minuten vorher das Ganze nochmal übt, bisschen, dass man reinkommt, ein Quickplay macht und dass man dann loslegt. So, hier bleibt alles gleich. Die Bots werden ganz normal Schaden verursachen. Die werden auch ganz normal Leben haben. Nur die erhaltene Heilung ganz runter. Verursachte Heilung ganz runter und verursachte Schaden ganz runter. Ich habe aber hier oben noch was vergessen. Nahkampfangriff weg. Und ultimative. Die ultimative Fähigkeiten natürlich auch aus. Also, sie sind wirklich einfach nur mit ihrem Primärangriff Schaden machen. Das war's. Mehr nicht. So, und das Ganze geht man dann jetzt mit Lucio haben wir jetzt gemacht. Ach, die Anna habe ich natürlich vergessen. Wir fangen mit Anna an, gehen auf Lucio über, dann Reaper, Roadhog, Soldier und wo ist er? Torbjörn. Es sind nur diese 6 Bots. Ich stelle das jetzt nicht für alle ein, weil brauchen wir nicht. Was wir noch machen ist Saya. Saya, da bleibt alles so, wie es ist. Was wir nur verringern werden ist... So, hier die erhaltene Heilung, volle Pulle. Schaden bleibt alles gleich. Trefferpunkte, volle Pulle. Genau, denn wir wollen einfach viel Leben. Wir sind prinzipiell unsterblich. Wir haben dann nachher 2000 Leben. Wir kassieren einen Schaden oder so im Prinzip nur noch. Darum geht es einfach. War hier schon erlittener Schaden? Genau, den noch ganz runter, damit wir einfach noch weniger Schaden kassieren, weil es geht wirklich ums Tracking. Wir wollen ja nicht die ganze Zeit hingehen und uns heilen. Genau, ansonsten bleibt hier alles gleich. Mit Rechtsklick und mit Ulti sollten wir nicht dabei sein, weil das ist nicht Ziel der Übung. So, das haben wir gemacht. Das macht nur, also ich wiederhole es nochmal, die Anna mit dem Lucio, der Reaper, der Roadhog, der Soldier und der Torbjörn. Wir selber spielen nur mit der Saya. Das haben wir zurück. Dann gehen wir hin, speichern uns das Ganze ab. Achso, genau, wir Modi, in dem Fall Übungsgefecht ein und bei den Karten, das habe ich total vergessen, wo war's? Ach ja, wir machen nur, Moment, mein Fehler, Karten. Und zwar, wir wählen erstmal keine aus und es werden nur Kontrollmaps genommen. Also dort, wo halt, und zwar geht es darum, also King of the Hill, weil sich die Bots dann alle an diesem Punkt sammeln, da es ein Übungsgefecht ist, zählt, passiert nichts, wir haben keine Stats und so, das spielt doch null Rolle. Man wählt am besten die aus, die man haben möchte. Ich persönlich habe eigentlich immer Oasis an, weil ich das eigentlich relativ gut finde. Das könnt ihr selber probieren, welche ihr nehmt. Ihr stellt am besten dann nur die dann ein. Ich nehme jetzt diese hier zurück. Genau, und letztendlich war es das schon. Dann gehe ich auf Speichern. Na. Jetzt bin ich gerade so blöd zum Tippen. Tracking-Übung.
Speichern. Und jetzt habe ich die Vorlage entsprechend abgespeichert. Gehe zurück. Dann gehen wir hier auf Bots. Nur Team 2. Schwierigkeitsgrad schwer. Die bewegen sich halt einfach nur anders. Empfohlen lassen wir erstmal drin. Schauen wir mal. Lucio bleibt drin. Saya kommt raus. Was haben wir? Lucio, Roadhog, Soldier. Also das heißt, hier kommt erstmal die Ana rein. Zenyatta raus. Reaper rein. Bastion raus. Und Torbjörn rein. Genau, richtig. Jetzt gehen wir auf Starten. Dauert jetzt natürlich einen kleinen Moment. Und sobald wir dann drin sind, werden wir, wie gesagt, die Saya picken. Werden zum Mittelpunkt laufen. Und dann wirklich nur Tracking üben. Da ist sie. So, wir sehen links unten, die hat... Genau, sind wir stark. Ihr seht links unten, die hat 2000 Leben. Wir machen genauso viel Schaden wie sonst auch. Die Bots machen halt nur weniger Schaden. Wir kassieren weniger Schaden. Ansonsten bleibt alles gleich. Wir laufen hier schön in die Mitte. Suchen uns ein Ziel aus. Ah, das hatte ich vergessen, genau. Suchen uns ein Ziel aus und bleiben die ganze Zeit auf diesem Ziel drauf. Jetzt hätte ich natürlich meine Vorlage nehmen sollen. Aber gut, ist jetzt erstmal egal. Zum Zeigen reicht es. Also ihr bleibt eigentlich nur die ganze Zeit auf dem Ziel, bis dieses tot ist. Natürlich, wenn es mal aus Reichweite läuft, lauft ihr hin. Ansonsten bleibt ihr wirklich stehen. Ja gut, das war jetzt Fehler von mir, aber das ist jetzt eigentlich zum Zeigen noch relativ, weil ich verrecke ja so schnell nicht. Das macht ihr so lange, bis das Ziel halt tot ist. So, machen wir jetzt Schluss hier. Match verlassen. Prinzipiell war es das auch schon. Diese Übung dient halt einfach dazu, dass man halt wirklich das Tracking, also dass man halt wirklich mit dem Fadenkreuz, mit dem Zielkreuz wirklich häufig oder eigentlich immer, wenn es geht, auf dem Ziel ist, dass man einfach mehr trifft, weil je mehr ihr trefft, desto mehr Schaden verursacht ihr, desto eher stirbt das Ziel und desto mehr hilft ihr natürlich halt im eigenen Team, entweder im Angriff oder Verteidigung, je nachdem. Ja. Genau, das war's. Gibt's noch was zu beachten? Ne, natürlich nicht. Ihr könnt natürlich auch jeden anderen Helden nehmen. Ihr könnt zum Beispiel auch die Tracer nehmen oder irgendwelche anderen Sachen. Also da könnt ihr variieren, wie ihr wollt. Ihr stellt allerdings immer dann nur einen, also ihr stellt das eigentlich immer nur für einen Helden ein. Je nachdem, was für Helden es sind. Wenn es andere Helden sind, könnt ihr es auch für mehrere einstellen. Das ist euch überlassen. Für das reine Tracking-Übung, worum es hier geht, ist die Saya am besten, weil ihr halt diesen schönen Strahl habt. So. Wenn noch Fragen sind, ab damit in die Kommentare. Ich sehe zu, was ich beantworten kann und sage Dankeschön und wir sehen uns einfach im nächsten Video. In diesem Sinne, tschüss. So, Odele, das war's dann wieder für heute. Ich sag wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch einen Kommentar da, einen Daumen nach oben und wenn du es nicht schon längst hast, ein Abonnement. Natürlich würde ich mich auch freuen, wenn wir uns im nächsten Video oder im Stream wiedersehen. In diesem Sinne, tschüss.